Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Verräter und Geächtete vom Ulysses Verlag. Und das ist eine Anthologie, eine Abenteueranthologie. Das heißt, hier befindet sich nicht nur ein Abenteuer drin, sondern gleich drei Stück. Ich werde alle einzeln besprechen und am Ende eine Gesamtwertung für das ganze Werk geben. Hier kommt die Spoilerwarnung für die Spieler und nach der Überleitung geht es los. Spoiler-Alarm! So, das erste Abenteuer. Adel, Recht und Edelmut. Ja, das Abenteuer selber beginnt mit einem sehr großen Hintergrund. Und wenn man sich das so anguckt, dann wird man hier wohl viele Intrigen bekommen. Zumindest hört es sich erstmal so an. Ich finde, die Hintergründe selber sind ziemlich spannend geschrieben und noch bevor ich gelesen habe, worum es in dem Abenteuer dann eigentlich geht, sondern nur diesen Hintergrund, muss ich sagen, das macht schon richtig Laune. Da kann man bestimmt eine ganze Menge draus machen. Ich habe nur die Befürchtung, dass dieser ganze verstrickte Hintergrund noch so ein bisschen unklar bleibt. Nicht dem Meister, sondern eher den Spielern. Das heißt, hier ist es dann von der Leitung abhängig, wie viel die Spieler wirklich mitbekommen. Und das müsste man dann im Abenteuer klären. Gut, wie geht das Abenteuer los? Ich habe gesagt, ich werde hier spoilern. Das heißt, die Helden sitzen in einer Taverne irgendwo bei Greifenfurt, also im nördlichen Mittelreich, in der Nähe der Orkgrenze. Und naja, dann kommt eine Ritterin des Weges, die davon erzählt, dass sie entführt wurde. Und die Helden müssen dann loslaufen und diese ja, Entführer, sag ich mal, dingfest machen. Zumindest wird es so von der Ritterin verlangt. Hier braucht man dann echte Helden. Geht schon mal ganz interessant los. Und auch hier kann man das Ganze variieren, je nachdem, ob man Einsteiger hat. Einsteigerspieler, die noch nie in ihrem Leben DSA gespielt haben, dann macht es, glaube ich, viel Sinn, diese Tavernenszene nochmal auszubauen und beschreiben, wie man dann jetzt hier Essen bestellt und Bier trinkt und gemeinsame Heldengeschichten erzählt. Eigentlich fangen ja alle richtigen Abenteuer in der Taverne an. So ist das eben. Ich finde, dass in der Taverne die Szene hat ein bisschen zu viel Platz bekommen, in meinen Augen, aber an sich ist alles schön geschrieben. So ist es nicht. Wenn man jetzt allerdings mit sehr erfahrenen Helden das spielt, beziehungsweise sehr erfahrenen Spielern so rum, dann haben die diese Tavernenszenen schon tausende Male durchgespielt. Und dann ist das auf Dauer sehr dröge. Der Abenteuerbeginn kann aber extrem schnell eingegliedert werden. Das heißt, wenn die Helden gerade in dieser Taverne sitzen und jetzt denken sie, oh, erstmal eine halbe Stunde flaffen, dann kann man das direkt unterbrechen, indem man sagt, okay, ihr habt jetzt, weiß ich nicht, 2 Minuten gespielt und habt euch jetzt so innerlich ein bisschen darauf eingestellt, dass jetzt eine lange Tavernenszene kommt. Und das kann man dann direkt unterbrechen, indem diese Ritterin des Weges kommt. Also da kann man dann selber entscheiden, wie schnell soll das Ganze dann stattfinden. Möchte ich viel Fluff haben oder möchte ich ja den Plot durchdrücken? Und das ist ganz interessant, finde ich zumindest. Ja, hier müsste dann der Spielleiter selber entscheiden, wie viel Raum er dem Ganzen geben möchte. Aber ja, das kann ich dann wenig kommentieren. Das müsstet ihr dann von Runde zu Runde entscheiden. Ja, die Ritterin gibt dann den Auftrag, lauft mal in Richtung des Waldes, wo ich gerade herkomme, und da steht eine große Burg, eine Ruine, geht da mal hin und kämpft gegen die Leute, die mich da entführt haben. Ja, bis dahin schon ziemlich gut, also irgendwie was mit Intrigen und jetzt auch noch kurz Kampf, also dann in der Ruine gegen Leute kämpfen und dadurch, dass die Ruine dann in so einem Wald liegt, muss man auch noch durch diesen Wald, also ein Wildnisabenteuer. Das Wildnis-Szenario selber ist auch richtig gut geschrieben, das heißt, die Helden haben so eine kleine Karte oder können eine Karte bekommen.
Und da gibt es dann noch mehrere Wege, die Sie wählen wollen. Wollen Sie sicher ankommen oder wollen Sie schnell ankommen? Das sind dann die Möglichkeiten. Normalerweise kenne ich so bei einem Waldabenteuer, sag ich mal, dass die Helden von Szene zu Szene laufen. Hier können sie sich die Szenen aber selber aussuchen. Wenn dann heißt, ja, okay, wollt ihr den schnellen Weg nehmen? Kann eben sein, dass ihr da von Wildschweinen angegriffen werdet. Oder wollt ihr den sicheren Weg über eine Brücke nehmen? Das dauert dann halt länger. Finde ich cool. Gefällt mir richtig gut, auch die Karte, die dabei liegt und die verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten, wie man dann später über eine Brücke kommt. Auch da ist eine Tabelle. Muss gerade mal schauen. Das ist die nächste Seite. Und hier könnt ihr dann auf der linken unteren Seite in diesem kleinen Kästchen könnt ihr euch dann das angucken, wie das dann mit der Flussüberquerung aussieht. Das finde ich sehr spannend gemacht, wie man sich das dann überlegt. Ja. Ich denke, das kann viel Potenzial enthalten. Gerade dann auch für Wildnischaraktere, die sich dann hier bewegen können, die dann hier glänzen können, die dann hier voll auf ihre Kosten kommen. Finde ich richtig schön gelöst. Auch das Bild auf der rechten Seite. Also ich habe noch nie so eine schöne Zeichnung gesehen. Richtig hübsch gemacht. Ja, irgendwann erreichen sie aber auch diese Burg und die Burg selber wird dann kurz einmal mit einem Plan dargestellt. Der Plan ist echt hübsch. Also da dann Lob an die Zeichner. Die Ruine wird vorgestellt. Was waren das mal für Räume? Was hat diese Burg für eine Geschichte? Spielt in dem Abenteuer selber erstmal keine Rolle. Die Räuber, die Banditen sitzen jetzt in dieser Burg drin und können dann entweder direkt angegriffen werden oder man kann fächsisch vorgehen, heißt es hier, und von hinten angreifen. Wobei ich das wenig fächsisch finde, wenn man dann den Leuten in den Rücken fällt. Die Ritterin mit ihrer Prinzipientreue schlägt auch vor, dass man hier fächsisch agiert, wo ich denke, okay, also Abenteuer hin oder her. Das ist untypisch. Das ist gegen Prinzipientreue. Das bricht in meinen Augen mit dem Charakter. Wenn man diese Entführer beseitigen will, schön und gut, aber von hinten angreifen, ehrlich, eine Ritterin, dann gibt halt eine normale Kriegerin raus oder so als NPC, aber dass das wirklich eine Ritterin ist, die dann hier meint, man muss denen die Kehlen aufschneiden oder, naja, wie gesagt, in den Rücken angreifen, das ist schon ganz schön krass. Unabhängig davon, die Ruinenkarte selber, hier wird noch thematisiert, kann man für spätere Abenteuer benutzen. Und mein Hinweis an andere Meister, Spielleiter, mach das bitte. Eine Belohnung in der Größenordnung, wo man richtig viel Zeit verbringen kann, wo man viel Geld drin versenken kann, wo man nach und nach sich eigene Räume wieder aufbauen kann. Ich finde das so klasse. Und naja, wann kommt man sonst in den Genuss einer eigenen Burg beziehungsweise einer Ruine, die man dann zu einer Burg aufbauen muss? Ich finde das eine coole Idee. Und da steht dann auch noch drin, also könnt ihr unten lesen, links Geheimnisse der Klosterburg, dass da vielleicht in diesen Gängen noch irgendwas drinne hausen kann, was man dann erst aufräumen muss. Ein paar Spinnen, paar Fledermäuse, vielleicht noch sowas wie einen alten Vampir oder wie auch immer man da was aufbauen kann, ist mir auch egal. Aber ich finde die Idee an sich, dass man diese Burg nochmal weiter benutzt, ziemlich gut. Da das einfach nur als Kampfkarte zu benutzen, finde ich, das wäre sehr schade und das wäre nicht angebracht oder angemessen. Also da, ja, Hinweis an andere Spielleiter, versucht euren Geiz zu überwinden und schenkt ihnen diese Burg. Wenn sie halt die nicht benutzen, ja, dann steht sie halt weiter leer und wenn sie da irgendwie Geld dran versenken wollen, ein paar Dukaten für Handwerker, für Rohmaterialien, für Steine, ich würde das richtig feiern. Gut, wenn die Helden dann in Konflikt mit diesen Rittern, nicht mit diesen Rittern, sondern mit diesen Ganoven geraten, dann soll es da zu einem Show-off kommen, also wo dann der Entführer ein paar Dinge klarstellen will und die andere Ritterin kann dann versuchen, ihre Lügen zu verheimlichen, sag ich mal. Und da sind die Helden dann wieder gefragt, was wollen wir tun? Glauben wir weiter der Ritterin, oder glauben wir diesem Raubritter, Entführer, was auch immer das für ein Typ ist?
Dann kann natürlich auch noch damit, also dann wird nochmal abgefragt, wie göttertreu sind die Helden. Das heißt, wenn sie dann gewinnen, gegen egal wen, was tun sie dann mit dem oder derjenigen Fraktion? Und hier steht dann auch noch drin, was passiert, wenn die Helden unterliegen, weil bei einem Kampf kann es natürlich auch immer passieren, dass die Helden verlieren. Die Konsequenzen finde ich dann aber überhaupt nicht schön. Also hier steht dann drin, wenn die Helden verlieren, dann werden sie halt begnadigt und zurückgeschickt. Von diesem Raubritter, der flieht dann und ja, okay. Dass sie begnadigt werden, ja, ich meine, wenn sie sich mit den falschen Leuten anlegen und da kommen keine Konsequenzen bei rum, ja, weiß ich nicht, was ich von halten soll, sollte man eher dann gnadenlos sein und dann ist das halt der Total Party Kill. Oder dass dann halt nur einer stirbt oder zwei, müsste man sich dann überlegen. Aber das Begnadigen an so einer Stelle, nachdem sie sich dann mehrmals entscheiden konnten, auf welcher Seite sie stehen und sie stehen dann auf der Seite der Verlierer am Ende und es gibt keine Konsequenzen, das ist halt immer ein bisschen fragwürdig. Darum soll es nicht gehen. An der Stelle ist dann aber auch das Abenteuer zu Ende. Und das hat mich sehr verwundert zurückgelassen. Ich vermute, es war einfach kein Platz mehr in diesem Buch, weil man dann drei Abenteuer unterbringen wollte und nicht nur eins. Von dieser Intrige, von diesem Hintergrund, das, was am Anfang besprochen wurde und was ziemlich gut anfing, ist am Ende überhaupt nichts mehr zu lesen. Ich weiß nicht, ob das noch in späteren, aventurischen Boten mal aufgegriffen wird oder ob das eben gar nicht mehr besprochen wird. Ich finde das einfach nur schade. Also, das hat so gut angefangen und dann ist einfach Schluss. Es ist dann noch so ein bisschen am Ende die Beschreibung, wie könnte es halt weitergehen und was könnte der Spielleiter noch machen. Natürlich dann die Burg reinigen, das habe ich ja schon gesagt. Oder man geht dann eben zu demjenigen, der der Grund für all dieses Schlamassel ist. Also der Vater von der Ritterin, die entführt worden ist. Da könnte man dann eben noch mit dem sprechen. Aber ich finde das, wie gesagt, echt sehr abgebrochen. Schade an der Stelle. Also ich hätte da gerne mehr gesehen. Ja, an sich ist das das Abenteuer. Das heißt, das war's. Und ich finde das ein bisschen ernüchternd. Aber wir machen einfach weiter mit dem nächsten Abenteuer. Ich kann mich nicht länger hinter einer Lüge verstecken. So, zweites Abenteuer, diebische Träumerei. Ihr könnt es auf der linken Seite sehen. Wir befinden uns irgendwo in Rushtool. Wie die Helden da hinkommen, ist erst einmal egal. Kann man dann im Laufe einer großen Reise durch Aventurien oder sowas machen. Und wenn man dann von Kunthium über den Manadi da hinkommt, dann kann man dieses Abenteuer spielen. Oder man sagt einfach, ihr seid jetzt da und ihr habt irgendeinen Grund, warum ihr nach Rushtool müsst. Vielleicht so ein Fest, was es hier gibt. An sich, ja, bei so einer Anthologie, die sind dann nicht miteinander verknüpft, da muss man sich immer einen Grund aussuchen, warum die Helden da jetzt rumlaufen. Irgendwas wird schon geben. Die Karte auf der rechten Seite ist neu von Hanna Möllmann. Ich finde die echt gut und wenn ich sowas sehe, habe ich erstmal Lust auf dieses Abenteuer. Ich will wissen, wie diese Stadt funktioniert und was man da so alles erfahren kann. Also, ja, da ganz großes Lob an die Kartenzeichnerin und bitte mehr davon. Jetzt so Havena, die Karte, die hat sie auch schon gezeichnet und in der Vergangenheit Fasar und so ein paar Dinge aus dem ja aus der Splitterdämmerung, da wurde auch schon was zu von ihr gezeichnet, gemalt. Da freue ich mich auf weitere Karten. Aber es soll jetzt erstmal um dieses Abenteuer gehen. Also, die Helden werden angeworben von einer Stadtwache, beziehungsweise dem Hauptmann der Stadtwache, weil sie A, entweder schon bekannt sind, weil sie schon Heldentaten vollbracht haben, oder aber weil sie auf dem Marktplatz dann in der Einführungsszene ein paar Diebe aufhalten können. Das ist dann dem Spielleiter überlassen, wie er das macht. Zumindest bekommen sie dann diesen Auftrag, such doch einfach mal die Diebe, die es in aktueller Zeit in Rushtool gibt, und deren Schema sich doch sehr von den normalen Diebstählen unterscheidet. Also hier wird wohl mit Magie gearbeitet, und man ist sich nicht ganz sicher, warum und wie das Ganze geklappt hat. Ja, die Helden werden dann losgeschickt, die verschiedenen Orte abklappern, diejenigen, die schon überfallen worden sind. Und da können sie dann mit den Leuten sprechen, können versuchen herauszufinden, wie das abgelaufen ist und wie die Diebe es geschafft haben, mit ihrer Magie diese Läden dann auszurauben.
ist an sich eine sehr spannende Geschichte, was sich dahinter verbirgt. Ist ganz interessant, ist mal was Neues, weil normalerweise Diebstähle aufklären. Normalerweise passiert sowas nicht mit magischen Mitteln, sondern dann doch sehr profan. Also das fängt sehr interessant an. Von hier aus geht es dann weiter mit einer kleinen Sandbox. Das heißt, die Stadt wird einmal vorgestellt, verschiedene Szenen, die auch alle sehr gut geschrieben sind. Wenn man die Einstiege vom Anfang noch nicht benutzt hat, dann kann man auch hier weiter diese benutzen. Das ist also sehr schön gelöst. Die verschiedenen ja, Szenen können dann allesamt abgeklappert werden. Man kann dann mit den Fokusregeln von Gassenwissen herumstromern und versuchen, die ja, Einzelteile zusammen zu puzzeln, wie das eben bei einem normalen Ermittlungsfall ebenso ist. Ja, das Ganze wird wie gesagt als Sandbox vorgestellt und ich musste am Ende so ein bisschen lachen, weil wenn die Helden als erstes zu einem Ort gehen, dann können sie dort quasi den Rest vernachlässigen. Das ist dann das Gefängnis. Im Gefängnis sitzen noch ein paar andere Diebe, die festgenommen worden sind und die einige Informationen haben. Und wenn sie sich dorthin begeben, dann können sie den ganzen anderen Teil dieses Buches überspringen. Finde ich aber auch ganz nett, weil es ist ganz hinten im Buch angebracht und ja, man hofft dann einfach, dass es, wenn es hinten drin steht, dass die Spieler eben auch erst am Ende darauf kommen, ins Gefängnis zu gehen. Aber wie gesagt, wenn sie ganz am Anfang reingehen, dann kann man die ganzen Seiten überspringen und das ist dann so ein bisschen merkwürdig gesprungen, würde ich mal sagen. Also es gibt dann eben diese Informationen von einem NPC, der kann einem alles irgendwie erzählen, was wichtig ist. Und dann ist das sehr kurz. Ansonsten, wenn man diesen Exploit nicht finden sollte, gut, das Abenteuer kann man sowieso nur einmal spielen und wenn man eben nicht darauf kommt, zuerst ins Gefängnis zu gehen, sondern erst durch die anderen Straßen, da kann man natürlich auch mit NPCs dann so hinleiten, nach dem Motto, wir haben zwar noch Diebe unten im Knast, aber geht doch erstmal zu den anderen Händlern, dann kann man da eben als Spielleiter so ein bisschen die Helden in die richtige Richtung bringen, damit man eben auch was davon hat. Aber ja, ansonsten, das Abenteuer ist ganz nett geschrieben. Also die ganzen Sachen, die da drin stehen, der Fluff von Rashtul, das kann man sicherlich auch in eine andere orientalische Stadt verlagern. Also wenn man das Abenteuer irgendwo anders spielen will, geht das. Man könnte es sogar in andere Systeme übersetzen, die dann nichts mit Aventurien zu tun haben. Also auch das würde funktionieren. Die Modularität, wie ich finde, ist ja immer ganz wichtig und das klappt hier wunderbar. Ja, unabhängig davon, ich finde die Idee, dass man nicht nur drei verschiedene Einstiege hat, sondern auch zwei verschiedene Ausgänge, finde ich wunderbar gelöst. Also je nachdem, wofür sich die Helden entscheiden, können sie entweder darauf warten, dass die Diebe zu ihnen kommen, oder die Helden gehen zu den Dieben. Und für beide Szenarien sind Finale ausgearbeitet und zu beiden gibt es eine Karte, um mit den Dieben zu kämpfen, finde ich super. Also das ist ein ganz, ganz hervorragender Punkt an dem Abenteuer. Gefällt mir gut. Ja, ansonsten, die Rezension zu diesem Abenteuer war ein bisschen kürzer, aber ich muss das auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Die Modularität, wie gesagt, ist ganz gut. Also, dass man da in so einer kleinen Sandbox arbeitet, dass diese Sandbox dann eben auch nicht nur in Rashtul funktioniert, sondern auch in anderen Städten von Aventurien. Dass das auch in anderen Systemen funktioniert. Also Hauptsache, man hat irgendwie Magie in einer Welt und dann verlagert man das auf eine oder in eine Stadt, die orientalisch ist. Also das geht dann auch für, ich sag mal, Shadowrun oder sowas. Ja, abschließende Worte. Man kann das Abenteuer ein bisschen exploiten. Da kann der Spielleiter aber gegensteuern und das sollte er auch tun, weil es ist unglaublich schade, wenn die Helden zuerst im Knast gehen und dann. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele es sind. Ich habe nicht gezählt, aber so ungefähr 10 Seiten im Abenteuer überspringen können. Ja. Aber das war das Abenteuer und ich bin damit ganz zufrieden. Ja. Ist jetzt kein Oberknaller, aber das Abenteuer macht generell nichts falsch. Bis auf die Punkte, die ich schon angesprochen habe. Ja, Himmelsfeuer, drittes Abenteuer. Ihr könnt es auf der linken Seite sehen, ein riesiger Sternschweif. Was passiert? Ein großer Komet stürzt nach Aventurien
Hinunter, nicht auf Havena direkt, sondern daneben in den Sumpf. Könnt ihr auf der rechten Seite sehen, wie Havena da mit Ursape aufgebaut ist und so ein Blödsinn. So, soweit so gut. Die Helden können das Ganze beobachten. In Havena werden beauftragt von der Effard-Kirche, geht dahin und schaut auch mal nach, ob da was übrig geblieben ist von Interesse. In dem Fall ein riesiger, gigantischer Gwent-Petrel-Stein, also der heilige Stein der Effard-Kirche. Und den muss man dann irgendwie einsammeln, aufsammeln und zurück nach Havena bringen. Der Effard-Kirche übergeben, fertig ist die Chose. Ja, hört sich jetzt ziemlich einfach an. Das Problem ist nur, ja, wir sind in einem Spoilerbereich und ja, wenn ihr das jetzt hört, das Abenteuer könnt ihr danach so nicht mehr spielen. Die Effard-Kirche selber gibt nicht den Auftrag, sondern eine Effard-Geweihtin, beziehungsweise in dem Abenteuer ist es eine namenlos Geweihte. Und ich habe damit ein großes Problem. Ich finde es nicht sehr schön, wenn namenlos geweihte Intriganten am Ende des Abenteuers sich offenbaren, einmal laut rufen, haha, ich bin der Bösewicht, und dann die Helden angreifen und damit als Bossgegner am Ende dienen. Finde ich überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Das kann gerne ein Charakterpaktierer sein. Und das Abenteuer ist, glaube ich, um einiges interessanter und besser, wenn ihr die namenlos Paktiererin, Geweihten, Entschuldigung, Austausch gegen einen Charybdoroth-Paktierer. Das macht in meinen Augen so viel mehr Sinn, vor allem weil Havena auch eine florierende Unterstadt hat, in der diese Leute einfach herumlaufen und auf einer Straße spazieren. Dann kommt dazu, dass in dem Abenteuer beschrieben steht, was die Geweihte geopfert hat. Wenn man eine namenlose Weihe bekommt, muss man irgendwas von sich selbst opfern. Die coolen Jungs von der namenlosen Fraktion schneiden sich entweder eine Hand ab oder die opfern ihren Schatten, sodass sie keinen Schatten mehr haben, was komplett auffällig ist. Oder aber sie opfern ihre Hautfarbe und sind dementsprechend Albinos, was natürlich auch sehr auffällig ist. Wenn man dann hingeht und sich einen Finger abschneidet und behauptet, man ist Chorgeweihter oder sowas, oder man opfert sich einen Zeh und steckt dann den Fuß in Stiefel, welcher Held kommt denn bitte darauf nach dem Motto, ja, wir ziehen ihr mal die Schuhe aus und vielleicht hat sie nur neun Zehen. Vielleicht ist es eine namenlos Geweihte. In meinen Augen ist das Wissen, dass man sich irgendwas abschneidet, zum einen geheimes Wissen. Das wissen nur diejenigen, die sich sehr viel mit dem Namenlosen beschäftigt haben, beziehungsweise selber welche sind. Das ist kein Wissen, was man so aufschnappt. Das ist nichts, was man in der Preiaustagsschule lernt, nach dem Motto, ja, schauen wir doch mal nach, ob irgendein Körperteil fehlt. Das weiß kaum einer. Und dann kommt man auch niemals auf die Idee, ihr die Schuhe auszuziehen. So. Am Ende begibt es sich so, dass sie laut diesem Abenteuer in das Bootshaus von ihr kommen. Da ist dann eine große Effard-Statue aufgestellt und ja, daran kann man dann eventuell erkennen, dass der Effard gefesselt ist und die Statue geblendet worden ist. Und das könnte eventuell ein Zeichen dafür sein, dass es sich dann um namenlos Geweihte handelt. Jetzt unabhängig davon, dass unter dem Bett eine 13 Lobpreisung des Namenlosen liegt. Also, mein Appell an alle Spielleiter. Bitte streicht diese Frau als Namenlose. Ersetzt sie durch eine Charybdoroth-Paktiererin. Mir ist doch natürlich klar, dass das Ganze mit diesem Sternfall namenlose Häscher sind. Also, die Sterne fallen nicht einfach so vom Himmel, sondern weil der Namenlose an seinen Ketten zerrt und ausbrechen möchte. Lest euch dazu bitte auch nochmal den Roman Sternenlehre durch. Den habe ich hier auch rumstehen. Der ist richtig genial. Also eine Empfehlung von mir, Sternenlehre lesen. Das macht jetzt wenig Sinn, wenn man diesen Sternfall hat, der dann auch in anderen Abenteuern thematisiert worden ist und werden wird, dass man da dann namenlose streicht und Charybdoroth-Paktierer hinsetzt. Also von meiner Seite aus würde sie einfach den Helden 10 Dukaten geben, ihn auf die Schulter klopfen, sagen, danke, die Effard-Kirche wird euch morgen dann belohnen und euch ein paar Anhänger schenken. Wir sehen uns dann morgen zur Zeremonie im Tempel. Dann wird der Stein übergeben, die Helden freuen sich total, gehen schlafen und am nächsten Tag stehen sie dann vor einem Effa-Tempel, wo keiner weiß, was jetzt eigentlich Phase ist. Das wäre namenlos intrigant. Und ja, das wäre auch ein lustiges Abenteuer.
Da könnte man dann vielleicht auf die Jagd gehen, aber so wie das hier gelöst ist, dass die Geweihte die Helden angreift, grundlos, ja, macht keinen Sinn. Dann kommt dazu, dass das Abenteuer schon einmal in einem Boten drin stand, ne? Die Botenartikel, da wird ja auch ab und zu mal ein Abenteuer reingelegt. In diesem Fall war es noch das Beta-Regelwerk von der 5. Edition. Und zu dem Zeitpunkt war das Abenteuer auch gut. Nur jetzt haben sie es eben nochmal reingetan, anstatt den Beta-Regeln, jetzt mit den richtigen 5.0-Regeln. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das haben sie ja mit der anderen Anthologie gemacht, Drachenwerk und Räuberpack. Das haben sie da ja auch schon gemacht, ein paar T-Abenteuer reingeschmissen. Mir sind die Regeln bei so einem Abenteuer eigentlich immer egal. Also ich habe auch noch keine Fünferregeln gelesen, zumindest nicht ordentlich, so dass ich mich da jetzt drüber aufregen könnte. Ob da jetzt 5.0-Regeln drin stehen oder 4.1 oder ob das Ganze mit Fate geleitet wird oder mit Splittermond, ist mir in dem Fall komplett egal. Ich kann die Regeln improvisieren, ich denke mir da irgendwas zu aus. Und deswegen würde ich dann, wenn ich dieses Abenteuer spielen will, kann ich auch in den Botenartikel reingucken und muss das nicht nochmal in so einer Anthologie haben. Meine subjektive Auffassung. Also ich würde mir wünschen, dass in nächsten Publikationen keine alten Abenteuer mehr neu aufgelegt werden. Und okay, die Zeichnungen, die dazu gelegt worden sind, die sind natürlich gut, ne? Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden. Das Abenteuer an sich ist auch gut. Auch wenn ich jetzt hier viel kritisiere. Das Abenteuer macht Spaß und das kann auch gerne gespielt werden. Hat dann nur wieder diese Knackpunkte. Ihr kennt das, deutsche Kultur. Wenn man irgendwas ziemlich dolle mag, liebt, dann regt man sich umso mehr darüber auf. Naja, und das ist eben in diesem Fall auch. Mich stört das einfach, dass der namenlose Geweihte dann so hier verheizt wird. Ja, dann fehlt nur noch die Bewertung und ich werde das Ganze einmal aufziehen als kleine Tabelle und am Ende dann die Gesamtpunkte verteilen, die dann einfach einen Mittelwert aus den drei Abenteuern bilden. Modularität, Spielspaß, die Schwierigkeit für den Spielleiter und die Bonuspunkte. Das erste Abenteuer war das mit der Burg. Ja, Modularität, das kann man irgendwie versetzen. Das macht irgendwie bei Greifenfurt Sinn, aber da müssen auch keine Orks in der Nähe sein, also einfach irgendwie Wald und dann geht das schon. Den Rest kann man auch irgendwie verändern. Also das würde schon gehen und die Zeit ist quasi auch nicht wichtig. 3 Punkte. Spielspaß, ja, man läuft durch den Wald und man kann ein bisschen kämpfen. Das macht Spaß. Das ist nichts, wo man irgendwie was falsch machen kann. Ist völlig okay. Schwierigkeit, das Abenteuer ist nicht schwer. Das ist gut zu handeln. Ist gut strukturiert, das Abenteuer. 4 Punkte. Bonuspunkte, da ziehe ich ab. Und zwar, ich habe überlegt, ob ich nur 2 Punkte gebe. Ich gebe dann aber doch 3. Weil es ist viel beschrieben am Anfang, was nicht genutzt wird. Und da kann man noch was draus machen. Und jetzt mein Appell an alle Spielleiter, macht das bitte. Also, so wie das Abenteuer jetzt hier endet, ist es echt uncool. Und da solltet ihr noch ein bisschen Eigenleistung reinstecken. Da muss auf alle Fälle noch was nachgeschoben werden, weil einfach so das Abenteuer beenden, da werden eure Spieler nicht sehr zufrieden mit sein. Also, das reicht dann noch knapp für 3 Punkte. So, dann das zweite Abenteuer, Raschstuhl. Ja, Modularität, 4 Punkte. Ich habe gesagt, man kann es verschieben. Es sollte schon irgendwie was Orientalisches sein, ob das jetzt Kuntium ist oder Raschstuhl, völlig egal. Man kann es auch meinetwegen nach Ägypten verschieben, wenn man auf dieser Welt spielt. Egal, was das jetzt ist, ob das Shadowrun oder irgendein anderes Magiesystem ist. Man kann es aber auch auf andere Planeten verschieben und dann bei Warhammer spielen oder so, das geht schon. Spielspaß, ja, Ermittlungen und da. Ja, wer Lust auf Ermittlung hat, der wird mit diesem Abenteuer wohl viel Spaß haben. Ich gebe hier aber nur 3 Punkte und nicht 4. Schwierigkeit für den Spielleiter. Ja, ich habe ja schon gesagt, man müsste das noch ein bisschen verändern, sodass der Dieb im Gefängnis eben nicht alles ausplaudern kann. Und es ist eine große Sandbox, das heißt, man muss sehr viel blättern und man muss dann mit kleinen Schnipselchen in dem Buch arbeiten. Sonst wird man da sehr schnell durcheinander kommen und nicht wissen, welcher Händler wo ist und was als erstes passiert und was nicht. Also, das ist jetzt keine harte Kante, aber das ist schon anspruchsvoll. Ich gebe hier 2 Punkte. Bonuspunkte, 2 Punkte.
Das Abenteuer macht nichts falsch, es macht nicht so viel richtig, es ist halt solide. Man kann das abkürzen, da ziehe ich dann einen Punkt für ab. Ich ziehe noch einen Punkt dafür ab, dass die Fokusregeln dort stehen, wo sie stehen. Die sind an der Stelle schon richtig und werden da gebraucht, aber wenn ich Regeln haben will, dann lese ich mir ein Region, ja, dann lese ich mir kein Regionalwerk durch, sondern eine Grundspielhilfe zu diesen Fokusregeln. Und das hat dann in diesem Abenteuer nichts verloren. Das nimmt dann an der Stelle Platz weg, die für Abenteuer gebraucht wird. Dann doch lieber dem ersten Abenteuer mehr Platz einräumen und die Fokusregeln irgendwo anders hin verlagern. Das fand ich sehr ungut an der Stelle. Drittes Abenteuer. Modularität. Es muss irgendwo an der Küste gespielt werden. 2 Punkte. Die Zeit könnte verschoben werden, aber auch hier, ja, es muss irgendwie nach dem Sternfall sein oder zum Sternfall hin, weil das ist so das grobe Setting. Und ja, deswegen sollte man auch keine Charybdis-Paktierer benutzen, sondern eigentlich namenlos Geweihte, so wie das im Abenteuer schon drin ist. Aber ja, das macht wieder keinen Sinn. Weil die intrigant sind und nicht einfach als Endgegner dienen, nachdem sie sich dann da enttarnt haben. Komme ich aber nochmal bei den Bonuspunkten drauf zurück. Gut, dann der Spielspaß. Ja, man reist zu diesem Meteorit, nimmt ihn mit, bringt ihn wieder zurück und am Ende kämpft man gegen die Geweihten. Ja, macht nicht viel falsch, macht nicht viel richtig, 3 Punkte. Schwierigkeit 4 Punkte. Das ist nicht schwer. Das kann man so einmal durchlesen und dann quasi herunterspielen. Da ist wenig Eigenleistung vom SL gefragt. Bonuspunkte. Einen Punkt. Warum? Das Abenteuer ist ein Remake und war schon einmal im aventurischen Boten vorhanden. Wurde noch ein bisschen aufgehübscht, aber ich weiß nicht, ob ich in einer Anthologie alte Abenteuer aufgewärmt haben muss. Das wurde ja auch schon bei einer anderen Anthologie gemacht und ich würde doch lieber neue Abenteuer haben. Ob das jetzt irgendwann mal mit Beta-Regeln im aventurischen Boden stand oder jetzt mit den richtigen 5.0-Regeln interessiert mich da überhaupt nicht. Ob das mit 4.1-Regeln da war, interessiert mich überhaupt nicht. Ich will einfach nur wissen, worum geht es in dieser Story und dann ist es völlig egal. Ich kann das auch mit Shadowrun-Regeln spielen oder mit Warhammer und da muss ich kein neues, da muss ich keine neue Auflage für haben. Ja, dann, wie gesagt, ich habe die Thematik schon erwähnt, dass das da mit dem Kuddelmuddel und dem Geweihten, der Geweihtin, das wird kein Spieler irgendwie so mitbekommen. Also, die geben diesen Gwenpetrel-Stein ab und wenn man dann als Spielleiter alles richtig macht, dann können sie sich Keks freuen, tauchen am nächsten Tag beim Effa-Tempel auf und dann sitzt man da, die Effa-Kirche weiß von nichts und ja, dann sitzen sie halt auf dem Trockenen. Die haben keine Hinweise darauf, wer das jetzt eigentlich war und was das für ein Ritual wird. Ich finde, das ist echt nicht hübsch. Also da muss auf alle Fälle nachgeliefert werden und ja, das schlägt sich halt nicht im Spielspaß nieder, weil das Abenteuer an sich ist halt gut, aber die Hintergründe dessen, ja, sehr, sehr ungut. Ich habe das jetzt vielleicht so ein bisschen zerrissen, aber wenn man sich dann die Gesamtpunkte anguckt, wir rechnen das einfach nochmal durch. Insgesamt gibt es für die Modularität dieser ganzen Anthologie 3 Punkte, für den Spielspaß 3 Punkte, Schwierigkeit für den Spielleiter sind 3 Punkte und ja, Bonuspunkte sind es halt nur 2. Wenn wir das zusammenrechnen, kommen wir auf 11 von 16. Also so wie ich das jetzt hier zerrissen habe, ist es gar nicht. Das macht Spaß, wenn man sich das aber als Spielleiter mal überlegt, wie man die Anthologien runterspielt, wenn man da ordentliche Spieler zu hat. Da kann man sicherlich viel Spaß mit haben, gerade mit dem ersten Abenteuer. Das erste Abenteuer ist super. Aber ja, es sind dann verschiedene Punkte, die mich stören und deswegen ist es kein herausragendes Buch, sondern es ist einfach nur in Ordnung. Und da müsste man sich jetzt den Preis überlegen, ob man das für den Preis haben möchte. Das müsstet ihr dann für euch selbst entscheiden. Ja, es hält vielleicht nicht ganz so das, was es verspricht, Verräter und Geächtete. Da hätte ich mit noch mehr Intrigen gerechnet. Das war jetzt ein Waldabenteuer mit viel Wildnis und einem Kampf, wo viel hintersteckt, was nicht genutzt worden ist, leider. Wahrscheinlich aufgrund der begrenzten Seitenzahl. Dann war es ein Detektivszenario mit einem Kampf am Ende und 2 Möglichkeiten. Und dann ist es ein kleines Wildnisszenario und die Helden werden am Ende verarscht.
Wirklich eine Intrige ist es nicht, aber Verräter gibt es auf alle Fälle eine ganze Menge. Ja, gut. Also, das ist meine Rezension zu diesem Werk und ich wünsche euch damit, in der Hoffnung, dass ich euch helfen konnte, noch einen schönen Tag.